Kaufempfehlung für deine Kickbase-Woche vor Spieltag 13. Ja, guten Tag zusammen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Das ist Kickbase Kickoff vor dem 13. Spieltag, vor der Managerwoche, in der Managerwoche zum 13. Spieltag. Heute gibt es drei Arten von Kaufempfehlungen. Kaufempfehlungsart Nummer 1 ist Spieler, die zurückkehren nach Sperren. Kaufempfehlungsart Nummer 2 ist Spieler, die aufgrund von Sperren, die jetzt anstehen, nämlich reinrotieren könnten. Und Kaufempfehlungsart Nummer 3, da bin ich extrem heiß drauf und auch auf eure Diskussion später in den Kommentaren, sind Spieler, die zuletzt überzeugt haben, mich überzeugt haben und die ich euch empfehlen würde. Und wir starten bei den Spielern, die zurückkehren. Es kehrt zurück Rani Khedira. Rani Khedira, ein Punkteschnitt von minus 34, zwei Spiele gemacht, 67 Punkte minus insgesamt. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Es ist auch ganz, ganz schlecht, dass sie jetzt gegen die Bayern spielen. Trotzdem den Marktwert, 3,4 Millionen, 3,3, 3,2 wird wahrscheinlich der Negativwert die komplette Saison über sein. Gesetzter Spieler und Union wird sicherlich wieder bessere Zeiten erfahren. Bessere Zeiten erfahren momentan die Mainzer. Haben super gespielt in Hoffenheim, haben das Ding fast auch gewonnen. Zwei Rückkehrer da, die sicherlich auch direkt Startelf-relevant sind. Spieler Nummer 1, Vandenberg. Könnte IV neben Fernandes mit Viererkette eventuell gezockt werden. Und der Kollege Kork kehrt auch zurück, er eigentlich, wenn fit, immer gesetzt bei den 05ern. Und bei Darmstadt gibt es auch einen Rückkehrer und der wird sicherlich starten. Das Gute ist, ihr könnt euch absichern, Freitagabend spielt Darmstadt gegen Köln. Das heißt, ihr könnt sogar die Aufstellung noch einsehen vor Aufstellungsabgabe. Und darum geht es um Christoph Clara. Christoph Clara, einer, der nicht das Hochpunktemonster ist, 51er Schnitt. Ohne zu Null Bonus gegen Köln würde ich auch niemals eine dreistellige Punktezahl hier prognostizieren. Trotzdem klarer einer, der ein cheaper Startelf-Spieler ist. Ist ja auch wichtig. Außerdem könnte auch wieder Jamal Musiala Spielzeit bekommen gegen Union Berlin. Startelf-Einsatz halte ich fast für ausgeschlossen. Trotzdem alle Musiala-Besitzer. Es lohnt sich eventuell schon, den Kollegen aufzustellen am Wochenende. Und ich glaube, auch bei Guirassy wird es wieder Startelf heißen. Also alle Guirassy-Besitzer oder in den Championships oder Challenges Guirassy einer, den man getrost aufstellen kann am kommenden Spieltag. Dann jetzt zum Typ 2. Die Spieler, die reinrotieren, weil andere gesperrt ausfallen. Zwei Spieler fallen mit der fünften gelben Karte aus. Diese Saison, schon relativ früh, ne? Fünfte gelbe und vor allem ein Spieler, von dem ich es gar nicht erwartet hätte. Ich hätte noch gar nicht auf dem Schirm gehabt. 12 Millionen ist er inzwischen wert. Ich glaube, der drittteuerste Spieler der Heidenheimer. Es geht um Dingschi. Wo ist der Kollege? Hier. 12,4 Millionen wert. Und es gibt zwei Alternativen, die eventuell einen Dingschi ersetzen können. Eigentlich drei. Im Spiel selbst ist Dovedan reingekommen. Wo haben wir den Kollegen? Ich frage ein bisschen. Dovedan, 500k-Spieler, ist eine Kaufempfehlung, kriegt sicherlich einen Einsatz. Problem ist, ich spiele gegen Leipzig. Kann gut sein, dass mit Einsatz, Einwechslung eventuell auch Minuspunkte reinschallern. Dann Florian Pick, der für Beste gespielt hat, als er ausgefallen ist. Kann gut sein, dass Pick auch, kann er sicherlich auch über die rechte Seite kommen kann. Deswegen Pick halte ich für das Wahrscheinlichste. Trotzdem ist es auch möglich, dass der Kollege Busch Traorés Position übernimmt und Traoré in die Offensive geht, wo er eigentlich zu Hause ist. Ein bisschen einfacher haben wir es dann bei der anderen fünften gelben Karte. Und zwar hat es Prömel erwischt. Prömel 16-4, gut am Sinken auch seit der Sperre jetzt, wird gesperrt sein. Nutzt sich's ja davon, keine Diskussion. Grilic wird wieder starten, er ist fit genug. Nach dreimal im Grunde genommen nur auf der Bank sitzen mit Österreich und Hoffenheim zusammen, ist es jetzt Startelf-Zeit für Grilic. Sollte er nicht auf einmal wieder leichte Wehwehchen haben am Wochenende. Also bei Grilic, ich weiß nicht, wie es euch geht, ne? Aber ich habe nie ein gutes Gefühl bei dem, wenn ich mit dem in ein Wochenende gehen muss. Und jetzt zu der Kategorie, wo ich überzeugt bin, dass die Kollegen starten werden am kommenden Wochenende und die, wenn sie auf dem Markt sind, ihr seht es hier schon, unwahrscheinlich, dass ihr es auf dem Markt noch rumtrommelt bei euch. Davies, Kaufempfehlung, weil ich ihn sicher wieder in der Startelf sehe. Außerdem auch in der Startelf, wenn wir eine Masraoui-Leimer-Diskussion hier aufmachen wollen. Ich hatte mit Bench im Podcast schon gestern drüber geredet. Wer es noch nicht gehört haben solltet, hört gerne rein, da ein bisschen detaillierter und intensiver. Leimer Masraoui. Wir haben heiß diskutiert und sind auf das Ergebnis gekommen, dass wir Masraoui gegen Union sehen und danach Leimer eventuell gegen körperlich bisschen intensivere Frankfurter am Wochenende und mit vielleicht ein bisschen weniger Ballbesitz. Bedeutet gegen Union Masraoui aufgrund seines 1:1-Vermögens und seiner spielerischen Idee, die er auch teilweise bringen kann, und Leimer aufgrund der Körperlichkeit gegen Frankfurt eventuell da vorne. Und dann die heißeste Kaufempfehlung der Woche. Wirklich, sollte der Kollege auf dem Markt sein, so verkauft eure Niere, verkauft die linke Schulter, Schnuppe, Chupotime. Chupotime, vor allem, weil jetzt schon wieder announced wurde, ich bin Müller-Besitzer, ich kann nicht mehr. Ich komme nicht mehr klar auf die Sache. Müller startet gegen Kopenhagen. Danke Tuchel, bedeutet Chupo sehr, sehr wahrscheinlich wieder Startelf gegen Union, jetzt gerade daheim.
Leute, wenn er auf dem Markt ist, holt ihn euch. Eine weitere Kaufempfehlung wäre momentan langfristig gedacht, Rami Benzebaini. Die spielen jetzt gegen Leverkusen oder erstmal gegen Mailand, dann in Leverkusen, dann weiterhin gegen Leipzig auch, gegen Stuttgart im Pokal. Die haben ein scheiß Programm, die Dortmunder. Aber der 14., 15., 16. Spieltag, Schmankerl. Gegen machbare Teams und Rami Benzebaini könnte sich das Spiel in Gladbach in die Startelf gespielt haben wieder. Apropos in die Startelf gespielt. Yusuf Paulsen sicherlich mit seiner ersten Kiste dieses Jahr, hat man lang drauf gewartet, alle Paulsenbesitzer, die ihn hatten. Chapeau, geil, dass ihr ihn gehalten habt, hat sich ausgezahlt das Ganze. Und jetzt würde ich gerne Paulsenbesitzer werden. Und ihr solltet es auch. Paulsen sicherlich in der Startelf, daheim gegen Heidenheim. Weitere Kaufempfehlung, Gregoritsch, weil auch 6,3 Millionen. Also zu diesem Preis, Gregoritsch eigentlich ein 20-Millionen-Spieler und sollte er wieder ein sicher gesetzter Freiburger sein. Ich sage nicht, dass er es ist, aber er hat gute Chancen, es wieder zu werden. Jetzt im Heimspiel gegen Darmstadt schon wieder in der Startelf gestanden. Kann mir gut vorstellen, dass er nochmal die Chance bekommt. Jetzt auswärts bei Mainz 05. Und die Mainzer spielen daheim und die Mainzer spielen vor allem wahrscheinlich wieder mit Gruder in der Startelf. Aufgrund U21-Einsatz nicht in der Startelf gestanden in Hoffenheim. Gruder für mich wieder einer, der für Barkok reinrotieren wird. Und Richter ist für mich die Kaufempfehlung bei den Mainzern momentan. Wenn du das Spiel gesehen hast oder auch nur die Highlights gesehen hast, hast du gesehen, dass Richter alles auf dem Platz gemacht hat. Also nicht alles, aber alles, was Kickbase-Relevanz eventuell ausstrahlt. Ecken, Freistöße, im Spielaufbau immer wieder mit beteiligt. Richter wurde gesucht von seinen Teamkollegen aus Kickbase-Sicht. Sind das geile Wegweiser dahin für eventuell einen weiteren grünen Balken von dem Kollegen im Heimspiel gegen Freiburg. Und das Schlimmste und nervigste Thema habe ich mir einfach für den Schluss aufgehoben hier, ne? VfL Wolfsburg. Niko Kovac, was machst du, Digga? Ich kann nicht mehr. Kickbase-Manager können nicht mehr. Also pass auf, Rogerio, Jens, Maier wären meine Kaufempfehlungen. Maier in der Lazio schon geil gezockt. Jetzt Heimspiel, Startelf, alright. Jens, nur eingewechselt worden, aber erstmal ordentlich Kickbase-Punkte gesammelt. Und vom Gefühl her, wenn fit, eigentlich immer gesetzt. Und ich glaube, Bono war auch nicht so geil, wenn ich so richtig im Kopf habe. Rogerio, Kiste gemacht, sollte. So, ich habe schon letztens auf Twitch war ich live und da wurde hier kommentiert, als nächstes zockt Wind auf der Bank am Wochenende. Genau das ist nämlich, ne? Wolfsburg, ich weiß nicht, ob ihr die Eier habt, das ist auch so ein bisschen meine Frage heute, die ich mitgebracht habe. Habt ihr die Eier, Wolfsburg überhaupt noch einzupacken? Oder ist euch dieses Kovac-Rotationsprinzip, dass man 3-4 Überraschungen jede Woche aufs Neue hat, zu gefährlich? Zu gefährlich, um da irgendwas aufzustellen? Oder glaubt tatsächlich, dass das jetzt ein Ende hat, weil man gegen Leipzig gewonnen hat und jetzt eventuell, ich glaube nicht dran, dieselbe Elf nochmal auflaufen könnte. Bedeutet nämlich auch, selbe Elf bedeutet auch, wo ist er? Kollege Jens steht nicht in der Startelf oder stünde nicht in der Startelf, glaube ich nicht dran. Und mit diesem Gedanken verabschiede ich mich. Das ist nochmal der Spieltag. Boah, Alter, 17:30 am Sonntag, hab ich Bock. Auch Konferenz, auch ganz nice. Ja, es ist schon... Es wird ein schönes Wochenende. Leute, viel Spaß beim Fußballschauen am Wochenende. Hoffentlich mit jede Menge Kickbase-Punkten. Danke fürs Einschalten und lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn das Video eventuell hilfreich war für euch. Würde uns weiterhelfen. Tschüss.